Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Waage und Aszendent Waage. Willkommen zu der Woche vom 23. Februar bis 1. März. Liebe Waagen, Ihr Planet Venus wird die gesamte Woche im Zeichen Widder fortschreiten. Auch Ihr Planet der Mars wird im Zeichen Widder fortschreiten. Demnach werden diese beiden Planeten in Ihrem siebten Haus die Aufmerksamkeit insbesondere auf Ihre Beziehungen lenken. Die Lebhaftigkeit in diesen Bereichen Ihres Lebens könnte ansteigen. Auch die positiven Wechselwirkungen von Mars und Venus mit dem Saturn deuten darauf hin, dass langfristige Entwicklungen insbesondere in diesem Bereich auftreten könnten. Diese Woche können Sie getrost dazu nutzen, neue Unternehmungen, Abmachungen oder Verträge abzuschließen. Sie werden auch die Energien des Neumondes im Zeichen Wassermann von letzter Woche spüren. Es wird Sie hinsichtlich neuer wirtschaftlicher Tätigkeiten, geschäftlichen Partnerschaften und Abmachungen unterstützen, meine lieben Waagen. Die Sonne wird im Zeichen Fische in Ihrem sechsten Haus fortschreiten. Deshalb könnten Ihre Tätigkeiten und Verantwortungen im täglichen Leben angestiegen sein. Das Quadrat von Sonne und Saturn am Wochenanfang könnten Ihnen diesbezüglich ein wenig Kummer gebracht haben. Oder Sie sich verhindert fühlen und Einschränkungen begegnen. Auch auf Ihre Gesundheit sollten Sie in dieser Woche etwas aufpassen und keinesfalls vernachlässigen, meine lieben Waagen. Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung, Geschwister oder auch Verwandte sowie Verantwortungen bezüglich dieser könnten aktuell werden. Zu Anfang dieser Woche wird sich der Mond im Zeichen Stier befinden. Währenddessen werden für Sie insbesondere Einnahmequellen, die Sie mit anderen teilen, sowie finanzielle Themen aktuell werden. Mitte der Woche, am 25. Februar, wird der Mond in das Zeichen Zwillinge übergehen. Sie werden optimistischer und fröhlicher werden. Auch die Kommunikation in Ihrem täglichen Leben könnte ansteigen. Einige Reisen könnten an der Tagesordnung stehen oder Sie sich vermehrt mit Tätigkeiten in Verbindung mit dem Ausland beschäftigen. Der Himmel wird Sie auch sehr dabei unterstützen, Informationen zu sammeln, zu lesen und an intellektuellen Aktivitäten teilzunehmen. Am 27. wird der Mond in das Zeichen Krebs übergehen. Dies deutet darauf hin, dass am Wochenende insbesondere familiäre Verantwortungen, Verpflichtungen oder einige Verantwortungen bezüglich Ihrer Karriere aktuell werden könnten, meine lieben Waagen. Bis zur nächsten Woche.